Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Gregor Testet Video. Diesmal was Kurzes, was knackig, was Kleines für alle unsere Freunde, die gern auf ziemlich coole Grafik-Adventure stehen und Point and Click. Ich habe gerade meinen Point and Click-Ordner hier auf der PlayStation 4 angeklickt. Seit gestern ist auf der PlayStation 4 eine Umsetzung eines meiner Lieblingsspiele oder besser gesagt Lieblingsserien erhältlich als Download und ich glaube auch als Disc. Ich habe es aber als Download hier, nämlich Danganronpa 1 und 2 Reload. Ich starte mal kurz. Wer sich hier auf dem Kanal in der Vergangenheit mal umgesehen hat, ich habe öfters mal was zu Danganronpa gemacht. Ich habe die ersten beiden Titel auf der PlayStation Vita getestet. Ich habe Gregors Gaming Gyros dazu gemacht, wo ich mal ein bisschen die Games gezockt habe auf der Vita. Da noch ohne entsprechende Vita-Abgreifgeräte. Schön mit Kamera drauf auf den Screen und dann versucht es abzufilmen. Dazu habe ich auch noch die PC-Version des ersten Danganronpa getestet vor einiger Zeit und die war durchaus sehr gut gelungen. Also für die Leute, die nicht unbedingt mit Handhelds unterwegs waren, konnten darauf zurückgreifen. Und jetzt gibt es eben als Paket hier Danganronpa 1, 2 Reload für die PlayStation 4. Also, wenn ihr euch Danganronpa runterladet oder entsprechend dann installiert, ihr habt im Hauptbildschirm eine Auswahlmöglichkeit, dass ihr entweder das erste Spiel der Serie Trigger Happy Havoc Danganronpa, wie es hier genannt wurde, auswählen könnt oder unten Danganronpa 2 Goodbye Despair. Die beiden Games sind storymäßig miteinander einigermaßen verbandelt, wobei man Danganronpa 2 spielen kann, auch wenn man nicht den ersten Teil gezockt hat. Aber ich finde, man sollte eigentlich, weil die Games doch sich gegenüber sehr ähnlich sind und vor allem, weil die Storys aufeinander aufbauen und der zweite wesentlich cooler ist, wenn man den ersten gezockt hat, sich das nicht geben. Man kann aber trotzdem, sagen wir mal, ihr habt den ersten, und da gehe ich jetzt hier erstmal rein, ihr habt den ersten auf der Vita durchgespielt und spart euch das dann für den zweiten Teil hier auf der PS4 auf. Könnt ihr das dementsprechend auch machen. Trigger Happy Havoc Danganronpa, und ich bleibe bei Danganronpa, ist eine Visual Novel, ein Grafik-Adventure mit Escape the Room-mäßigen Puzzle-Elementen. Ein bisschen so, wie es zum Beispiel die Virtua's Last Reward-Reihe gewesen ist, aber wesentlich anime-mäßiger und abgedrehter. Es geht um eine Schule, bei der ganz talentierte junge Menschen dahin kommen, um quasi die Elite des Landes, die Zukunft der Welt dann darzustellen. Aber die werden gefangen genommen von einem mysteriösen Bärenwesen namens Monokuma. Und dazu gezwungen, ein tödliches Spiel miteinander zu spielen, nennen wir es mal so. Also quasi bringt euch gegenseitig um und lasst euch dabei nicht erwischen, dann kommt ihr hier raus. Aber wenn ihr euch erwischen lasst, dann bringe ich euch um. Es hört sich ein bisschen komplexer an, als es ist. Und ich lade mal hier kurz, damit ich euch mal dann entsprechend was zeigen kann, weil ich habe schon mal den Anfang angemacht, um euch testweise mal zu zeigen, was das Ding denn so drauf hat, weil ansonsten müsst ihr uns die ganzen Tutorials und den Anfang da so anschauen. Die Games selber sind sehr, sehr cool, waren meine Games of the Year. Zusammengenommen habe ich die beiden in dem Jahr, wo sie für die Vita hier rausgekommen sind. Eigentlich sind die Games für die PSP früher rausgekommen in Japan, aber die Version wurde nie umgesetzt. Nichtsdestotrotz, das, was wir hier sehen, basiert aber eigentlich alles noch auf den PSP-Vorlagen. Man kann es vielleicht ein bisschen erkennen an ein paar Unschärfen und ich gehe mal hier auf Continue. Dann sind wir nämlich an einem etwas weiteren Spielstand hier. Das ganze Artwork, was wir hier sehen, das Game ist eigentlich auf Polygonen aufgebaut. Ihr seht es im Hintergrund, läuft auch hier schön flüssig mit 60 Frames. Hat dann aber quasi, wenn man auf die Charaktere hier schaut, mit denen man interagieren kann, das sind gezeichnete Pappkameraden so ein bisschen. Ja, ihr dürft jetzt nicht vollwertige 3D-Animationen dann verlangen, sondern ich guck mal, kann ich hier raus? Ja. Also ihr könnt hier keine vollständigen 3D-Animationen erwarten, es sei denn, ihr seid gerade im 3D-Walking-Modus. Ich bin hier als Makoto, glaube ich, war der Hauptcharakter des ersten Teils, ne? Wenn ich mich nicht irre, kann ich hier irgendwo in mein Handbuch nochmal rein oder habe ich das hier noch nicht bekommen? Ich glaube, ich kriege es am Ende, wenn ich das Gespräch da zu Ende mache. Ich bin hier aus der Ego-Perspektive unterwegs und kann dann mit den anderen Charakteren interagieren, bin gefangen in diesem Schulgelände, habe die Möglichkeit eben, je nachdem wie die Story es gerade zulässt, wir sind hier noch direkt zu Beginn, weil ansonsten hätte ich wirklich mehrere Stunden reinspielen müssen, um euch ein paar verschiedene Sachen dann mal weiter zu zeigen. Läuft man hier herum und interagiert. Ich versuche zum Beispiel mal hier reinzugehen, kann mit X, aber nee, ich muss natürlich erstmal zum Gym, um mit den Leuten da entsprechend zu quatschen. Hab den Zeiger in der Mitte, kann mit der X-Taste Fragezeichen draufwerfen und das sind dann so Interaktionsmöglichkeiten. Jetzt zum Beispiel sagt mir die Story, dass ich erstmal die ganzen Gespräche mit den Charakteren hier führen muss, damit wir da weiterkommen. So, gehen wir hier erstmal rein.
Oh, nee, das war gar nicht das Gym, da war ich ja vorher. Gym war. Wo war der Gym? Warte mal, Karte, Dreieck. Ah, da ist es, genau. Der Sportplatz, dahin kann man natürlich auch die Karte eingeblendet lassen, je nachdem wie es ist. Wir sind gerade noch in der Phase sozusagen zu entdecken, was hier wirklich Phase ist. Und hätte dann bald das erste Zusammentreffen mit Monokuma. Ihr seht hier auch, die Figuren werden dann eben nicht nur durch diese Pappkameraden da dargestellt, sondern haben dann auch entsprechend ihre Dialoge hier. Nicht jeder Dialog ist vertont, ne? Ihr seht gerade, das Spiel ist komplett in Englisch. Man konnte, soweit ich sehen konnte, die Textsprache nicht wechseln. Hat ab und zu mal so ein paar kleine Voice-Overs sozusagen bei solchen Szenen, weil es wird sehr, sehr viel geredet eben. Da muss man auch bei den Spielen sozusagen darauf mit abkönnen, dass das hauptsächlich dialoglastig gemacht ist. Bei solchen werden dann immer so kleine Voice-Schnipsel reingeworfen, die man im Hintergrund hört. Aber es gibt auch etliche vertonte Szenen, die man hier wählen kann, entweder Japanisch oder Englisch. Ich habe jetzt hier für das das Englische gewählt, um euch das mal kurz zu zeigen, weil ich fand, die englische Synchro war in sowohl Danganronpa 1 und 2 dann ziemlich gut gelungen. So, Tutorial Action, genau. Der sagt mir hier noch, wie ich dann die Sachen hier untersuchen kann. Wenn ich auf Dreieck drücke, es hängt davon ab, gerade in welchem Modus ich bin. Ja, es geht hier gerade in der Story, dass ich hier durch diese Tür gleich reise und den nächsten Story-Part freischalte, der mir erklärt, wo ich hier dran bin. Wenn ich aber Interaktionsmöglichkeiten mit Charakteren habe, finde ich auch sehr lustig, dass die hier schön Schatten werfen oder sowas, obwohl es so Pappkameraden sind. Wenn ich auf Dreieck drücke, werden mir Interaktionsmöglichkeiten gezeigt. Ja, der rosa Kreis ist für Charaktere reden und der blaue Kreis zum Beispiel, da kann ich mit dem Stick darauf, mit dem linken, und X anwählen, kriege ich dann eine Beschreibung, so wie Point and Click. Ne? Schau dir diesen Gegenstand an, ist es öfteren auch mal nötig, um entsprechend die Story dann weiterzuschalten. Hier kann ich mir zum Beispiel auch dann das Schwert im Display Case hier angucken. Ja, um auf den Punkt zurückzukommen, das werdet ihr gleich hören, wenn wir die nächste Cutscene anmachen. Ich habe jetzt die englische Synchro drin gelassen. Die ist ziemlich cool gelungen, vor allem auch gerade, weil Gegenspieler ihr Monokuma sehr gut vertont ist. Mit Makoto Naegi, nee, Makoto Naegi bin ich. Wohl, doch, ne? Bin ich doch, ja. Genau, es ist Sayaka Maizono, meine Jugendfreundin, die ich hier seit langer Zeit wieder getroffen habe. Ich als Student, der hier gerade, also alle Kids, die hier sind, sind gerade frisch an die Schule gekommen, ja, und sobald sie ins Gebäude reingegangen sind, auf einmal wurden sie von der Müdigkeit übermannt, sind dann aufgewacht und merken, ey, sie sind alleine eingesperrt in dieser Schule und alle Ausgänge sind offen, sind nicht mehr offen, sind geschlossen. So, also wir gehen zum Gym und da sehen wir das hier, dann gucken wir uns mal die Cutscene hier kurz an. Genau, als ob da die Entrance Ceremony ist. Ey, die Spiele an sich selbst, ich sage, ihr kriegt jetzt einen kleinen Eindruck, wenn ihr die. Oh, ich habe die japanische drin gelassen beim ersten. Okay, dann hören wir mal kurz die japanische Synchron und ich wechsle gleich auf die englische. Dass ihr den Vergleich dann mal habt. Aber die Spiele sind geil, die sind richtig, richtig gut. Da ist er: Monokuma. Der Bär. Ha? Ja, der innere Monolog wird natürlich nicht vertont von Makoto, des Hauptcharakters, aber das ist unser Rektor, Monokuma. Das kann doch nicht sein. Oh, und die sind alle hier überrascht. Was ist das hier für ein Bärchen? Wir können den Dialog auch hier weitermachen. Wie gesagt, ich werde aus Spoilergründen sowieso, hätte ich auch nicht so viel weiter gespielt, aber es sei euch nur gesagt, dass der Rektor hier durchaus eine bösartige Ader hat, alle hier eingesperrt hat und uns gleich davon erzählt, dass wir ein tödliches Spiel spielen müssen. Dass wir uns alle gegenseitig umbringen müssen. Und ihr müsst es so anstellen, dass euch keiner dabei erwischt. Ansonsten. Ansonsten bringe ich euch um. Naja. So, machen wir hier dann nochmal weiter.
Ja, wir werden die Möglichkeit haben, innerhalb des Spieles sozusagen ab und zu mal solche Cutscenes zu sehen. Das ist so, also in Anführungsstrichen schon das fast höchste der Gefühle. So, jetzt labern wir ein bisschen. Also ihr hört, ihr könnt ein paar Sachen dann so genießen. Es ist immer, das Spiel wählt selbst aus, ne? Wann es Voice Acting nimmt und wann nicht. Mal ist es ein kleiner Spruch, mal sind es einige Zeilen, die dann komplett verlesen werden. Aber es gibt relativ viel Voice Acting, ja. Zwar viel mehr Text, aber trotzdem vergleichsweise viel. Und hier sollte unser Junge das Ding besser wegwerfen. Tja, unser Rektor war eine explodierende Bombe. So, und natürlich ist er nicht der Einzige. Denn es kommen noch mehr mit seinem Körper hier. Anscheinend ist der Körper wohl austauschbar. Es gibt uns unser Studentenhandbuch, was sozusagen unser Menü darstellen wird. Und ja, hat uns die Aufgabe jetzt gegeben. Also, ihr könnt auch hier, wenn ihr euch nicht gegenseitig umbringt, dann könnt ihr auch hier gemeinsam leben, seid aber für immer eingesperrt. Müsst ihr euch eben darauf einigen, aber wenn dann jemand es schafft, jemanden umzubringen, ohne erwischt zu werden, dann kommt er frei, die anderen sind tot. Wenn er erwischt wird, dann wird er von Monokuma selbst gerichtet. 15 Studenten sind noch über, nach dem Ende des Prologs. So, ist natürlich nur bei den ganzen Kapiteln so fast schon ein bisschen episodenmäßig aufgebaut. Und da haben wir das Intro. Da kann ich ein klein wenig ja dann drüber erzählen weiter. Also, rein gameplaymäßig, ihr habt so das Grobe mitbekommen. Es gibt noch einen weiteren Modus, der lässt sich aber erst gegen Ende eines Kapitels zeigen. Wenn, ja, so viel kann man wahrscheinlich sagen. In Eintracht werden wohl die wenigsten miteinander dann zusammenleben. Sondern eher... Mancher wird sich dazu entscheiden oder manche, ich will jemanden umbringen, weil ich halte es nicht mehr aus, ich will raus. Aber ich versuche meine Tracks zu verstecken, dass keiner mich entdecken kann. Und dann ist es tatsächlich schön puzzelmäßig aufgebaut. Ne? Tatorte untersuchen, mit Leuten reden, Zeugenaussagen aufnehmen. Und es ist ein bisschen dann aufgebaut, nicht nur wie die Zero Escape Games, sondern auch ein kräftiger Schuss Phoenix Wright drin. Es gibt Gerichtsverhandlungen und hier ist es das sogenannte Schulgericht am Ende eines Kapitels. Wenn man meint, genug Beweise gesammelt zu haben, um eine Person anzuklagen, geht man vor Schulgericht. Da stehen alle in so einem Sitzkreis oder Stehkreis sich gegenüber und werfen sich Argumente entgegen und man muss dann die richtigen Sachen auswählen, aber es sind auch so kleine Gameplay-Elemente, Shoot-em-up-Elemente, wo Wörter mit bestimmten Phrasen durchs Bild gehen und da muss man mit dem Analogstick draufgehen und zielen. Es sind manche Minigames mit dabei, wo man die richtigen Wörter aus anderen auswählen muss, also fast schon Shooting-Action-mäßig gemacht, kombiniert eben mit dem Deduzieren, mit der Logik, wie man sie aus Phoenix Wright-Spielen kennt. Und ich war geplättet, als ich es damals auf der Vita gespielt habe. Ich hatte mir ja sogar die PSP-Version geholt, aber irgendwie war ich nie dazu gekommen, die zu zocken, hat mir mehr aufgespart. Es gab eine Fanübersetzung auf Englisch, sodass man es hätte spielen können. Aber als es rausgekommen ist auf der Vita, ich konnte die Vita nicht aus der Hand legen. Es hat diesen abgedrehten Anime-Charme, den ich sowieso eigentlich ganz gerne mag, aber es war dazu eben auch noch ein richtig cooles Ding. Spielerisch und storymäßig, also sind richtig coole Twists und wie auch immer, wo das Ganze dann hingeht, aus. Ich möchte fast aus dem Spiel jetzt herausgehen, weil ich kann andere Gameplay-Elemente innerhalb des zweiten Teiles dann erklären, weil hier, ich würde fast lieber, ja, lass mich mal schauen, dass ich hier rausgehen kann. Wie komme ich aus Menü? Chapter 1, to survive. Weil das solltet ihr, wenn ihr jetzt Interesse dran gefunden habt. Oh, und hier sieht man die Natur übrigens. Dadurch, manche Sachen sind ein bisschen dumpfer, dass es noch ein PSP-Spiel gewesen ist. Bei den meisten Bildern erkennt man es aber nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt überarbeitet wurden für die Vita, weil die Vita hat nicht so eine bessere Auflösung. Aber man merkt nicht so ganz die Wurzeln eines PSP-Spiels an. Eigentlich müssten die Bilder viel dumpfer sein, aber die Porträts und alles sieht eigentlich ganz gut und scharf aus. Da wird man kein Problem haben, ähnlich wie bei der PC-Version. Nee, ich möchte hier rausgehen. Und ich werde die Anwendung einmal schließen.
und hier dann nochmal reingehen, wenn ich das nicht direkt aus dem Menü machen konnte. Man kann es aus dem Hauptmenü, kann man wieder zurückgehen. Aber da ist ein storymäßiger Punkt, den ich euch nicht zeigen möchte. Nee, die Gerichtsverhandlungen, wie gesagt, die sind ganz spaßig, können durchaus anstrengend werden. Je nachdem, wenn man das Game startet, man kann Schwierigkeitsgrade auswählen, ob man so harte Rätsel, mittelschwere Rätsel oder einfache haben möchte. Und die Action, der Action-Part, ob der schwer, mittel oder leicht sein soll, das ist, bezieht sich, glaube ich, hauptsächlich wirklich auf die Verhandlungssachen, weil dann wird es auch zu einem skillmäßigen Ding, ne? Dass man die richtigen Verben und so weiter trifft. Also ich bin eigentlich mit Mittel immer ganz gut gefahren und es hat ganz gut funktioniert. Das erste Danganronpa in Japan waren die ein bisschen auseinander, sind die für die PSP eben rausgekommen. Im Westen, als sie für die Vita rauskamen, das müsste 2014 gewesen sein, war ein paar Monate Abstand dazwischen, sodass man sich nicht allzu lange hätte darauf verstanden müssen. Jetzt bekommt ihr eben beide Stories hier zusammen. Und ich gehe kurz in Danganronpa 2 dann einmal hier rein. Danganronpa 2 hat ein ziemlich ähnliches Setup, aber es sind neue Charaktere mit dabei. Ich lade hier auch mal einen Spielstand, den ich hier vom Prolog gemacht habe, auch noch relativ zum Anfang, damit wir nicht spoilerisch dann dementsprechend weitergehen. Diverse Extra-Sachen, die sich weiter freischalten lassen. Es gibt auch noch so ein paar Extra-Modis, wenn ihr es durchgespielt habt, dass ihr euch die ganzen Videos dann nochmal angucken könnt, ne? Was für Cutscenes dabei gewesen sind, also die kompletten Anime-Cutscenes nochmal reinpfeifen. Und es gibt so ein paar Bonus-Sachen, wenn man es selber durchgespielt hat. Ihr könnt auch die Kapitel separat anwählen, um sie nochmal zu spielen. Ist eigentlich also alles cool gemacht. Gehen wir auf Continue, um die Story weiterzumachen. Es ist eine neue Riege an Schülern da. Warte mal, hatte ich das Handbuch? Ja, genau, ich hatte das E-Handbook, also dass mein Menü war hier schon freigeschaltet. Ich bekomme es ein bisschen früher als sonst. Dass man hier die Möglichkeit hat, nicht nur eine Karte seiner Location anzugucken, wo man sich gerade befindet, wo ein interessanter Event ist, sondern wo sich auch die Studenten befinden. Wie ihr es vielleicht merkt, der zweite Teil ist gewechselt von einer Schule auf eine Ferieninsel, ein Resort Island. Aber die Voraussetzungen sind die gleichen, dass eine Gruppe von Schülern, in diesem Fall ebenfalls 15, neue gefangen genommen wurden und jetzt den Auftrag bekommen, ja, entweder lebt ihr hier in Friede, Freude, Einigkeit. Ups, warte mal, da kann ich nicht durch. Ich gehe mal einmal weiter. In Friede, Freude, Einigkeit, den ich glaube, Kreis war zum Laufen. Ja, genau. Oder ihr bringt euch gegenseitig um und könnt dann von dieser Insel hier runter. Was zusätzlich dazu gekommen ist, ist, dass es eine World Map gibt. Ja, ich kann auf dieser Insel, jetzt befinde ich mich gerade auf dem inneren Ring der Insel und ich muss mal zu der Tür hinlaufen, wo ich wieder durch kann. Da seht ihr, da sind Nummern drüber. Das sind alles so Wege, die sich nach und nach natürlich öffnen und erweitern lassen. Aber die Locations sind hier so verteilt, dass man später sollte man die auch von dem Menü auswählen können, wenn man sie mal freigeschaltet hat. Ich war jetzt hier in der ersten Phase, wo ich noch rumlaufe und latschen kann. Hier zum Beispiel ein offenes Tor, dann komme ich wieder zurück auf den äußeren Ring der Insel, wo verschiedene Locations aufgebaut sind und dass ihr sozusagen nochmal so worldmappiger umgehen könnt. Warte mal, immer. Ich vergesse mal, wo ich die Map finde. Hier ist sie. Hier seht ihr es dann, ja, ich war quasi. Ich war auf der, was ein bisschen weiter rechts ist, auf der mittleren Insel, aber hier befinden sich an den Ausrufezeichen, hier ist zum Beispiel ein Supermarkt, hier ist ein Flughafen, wo die Flugzeuge nicht funktionieren, eine Ranch, das Hotel, wo wir alle wohnen werden und ich kann jetzt durch entlanglaufen zum Beispiel die Locations freischalten, da befinden sich an dem Punkt des Spiels noch Leute, wir sind noch in der Kennenlernphase. Gehen wir mal zur Ranch hin, wo ich dann mich mit den Leuten unterhalten kann. Grafisch nimmt es einen sehr ähnlichen Stil wie der erste Teil ein. Und auch hier, verglichen mit der Vita-Version, es fällt mir auflösungstechnisch nicht aus, dass die Charaktere irgendwie mal früher auf PSP gewesen sind. Also die Porträts sind entweder neu gezeichnet worden oder zumindest vernünftig hochskaliert worden, sodass es nicht dumpf wirkt. Und natürlich durch die 1080p 64 Frames im Hintergrund hat man die Hintergrundlocations, die sind, obwohl sie relativ limitiert, dann abgehen sie trotzdem ganz gut aus. Ja, hier holen wir uns, das ist Monomi. Das ist unsere Ferienveranstalterin, die uns hier ein gutes Erlebnis bieten will. Und jetzt verzaubert sie das Hühnchen. Und hier habe ich die englische Sprachausgabe gelassen. Also könnt ihr auch entsprechend auf Japanisch wählen, aber ey, die englischen sind beide super. Bei beiden Spielen. Jetzt hat sich das Ding in eine Kuh verwandelt.
What the hell? Was ist denn hier gerade passiert? Ein Hühnchen ist zu einer Kuh geworden. Das bin übrigens nicht ich, sondern das ist Nagito Komaeda. Das ist die erste Person, die ich hier auf der Insel gefunden habe. Ich bin Hajime Hinata, nicht der Charakter aus dem ersten Teil, sondern eine neue Figur, die hier auf der Insel unterwegs sind und wir lernen hier gerade das Zeug kennen. Und hier gilt das gleiche beim zweiten Teil, ja, mit 3 kann ich mir die Gegend hier näher angucken, ich kann entsprechend mit Leuten interagieren und reden. Ihr dürft euch die Games nicht so vorstellen, dass sie so ultra-hardcore-rätsellastig wie im Point-and-Click ein klassisches sind, sondern es ist mehr, ihr müsst eben mit den richtigen Interaktionspunkten umgehen. Hier lerne ich zum Beispiel den Charakter hier kennen. Squish, squish. Da hören wir ein bisschen Voice Acting. Hyoko Sayonji ist der Ultimate Traditional Dancer. Ihr Talent war es, dass sie die beste traditionelle Tänzerin auf der Welt ist und deshalb ist sie an die Schule für Hochbegabte gekommen. Auch hier, alle Charaktere sind hochbegabt, ne? In dem einen oder anderen Feld und sind hier als die Elite der Zukunft der Welt zusammengekommen und müssen jetzt dieses tödliche Spiel miteinander spielen. So, Ultimate Traditional Dancer, natürlich Nagito erklärt uns die Sachen hier aus. Um aufs Gameplay zurückzukommen, ja, ich habe schon von den Gerichtsverhandlungen erzählt. Mal gucken, ob wir nochmal ein paar Voice Acting Lines hören können. Okay, hier sind wir gerade in dem Modus, wo wir nicht voll Voice Acting bekommen, sondern wo entsprechend, dass da ist, ich überspringe das hier mal weiter den Text. Ihr dürft das wirklich nicht klassisch Point-and-Click-mäßig vorstellen. Oh, warte mal, fehlt da noch jemand? Muss ich mit dem Kakadu hier reden? Ach nee, da hinten steht noch jemand. Ja, genau, mit der muss ich noch reden. Guck mal, hier die Kamera eindrehen. Und war sie die ultimative Volleyballspielerin, oder? Weiß es gar nicht mehr. Nee, die Akane Owari ist die ultimative Turnerin. Ja, Ultimate Gymnast. Natürlich ist sie das. Spielermäßig müsst ihr es echt nicht vorstellen, dass ihr dann Items sammelt und ihr müsst an der richtigen Stelle benutzen oder sowas, obwohl es wird dann storymäßig passieren, dass ihr Items und andere Sachen habt. Es ist mehr der Geschichte weiterfolgen, die richtigen Interaktionspunkte auswählen und sozusagen, ähnlich wie es wirklich bei Phoenix Wright ist, ne? So vorbereitet sein, dass ihr entsprechend zu den Gerichtsverhandlungen am Ende eines Kapitels hinkommt und von da an sich die Story wieder komplett auf den Kopf dreht. Und ey, die Games sind wirklich super, super cool, hat einen schönen Mindfuck-Potenzial, also für mich mindestens auf, doch, ich würde schon auf einer Stufe mit den Zero Escape Sachen zeigen. Ich hatte mit beiden Serien sehr, sehr viel Spaß und wenn ihr Virtuous Last Reward gemacht habt, dann werdet ihr sowohl mit Danganronpa 1 als auch mit 2 dann dahin kommen. Ich habe es auch schon zum Eingang erwähnt, ihr könnt selber gerne mal schauen, ob ihr mit dem ersten oder zweiten Teil anfangt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mit dem ersten anzufangen, weil der zweite eben, obwohl ihr seht, eine neue Cast, eine neue Location da ist. Das sind übrigens dann die Hotelzimmer, wo entsprechend die Personen dann wohnen werden, mit denen man dann interagieren kann. Ist hier gerade einer zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Makeshift Guest Room, kann ich mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass ihr den ersten Teil zuerst zockt. Dann habt ihr auch die Grundlagen drauf, könnt zwar auch mit dem zweiten anfangen, aber warum? Ne? Ihr macht euch dann ein bisschen was madig, was eins der coolsten Spielerlebnisse war, die ich in den letzten Jahren hier hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob bei der Vita diese harten Schatten sich auch so gedreht haben, wie ihr gerade bei dem Charakter hier gesehen habt. Das war der ultimative Mafioso, oder? Ja, okay, genau. Das ist auch ein Talent anscheinend. Er ist der beste Nachwuchs-Yakuza der Welt. Und ist hier in der Schule mit drauf und die lernen sich hier dementsprechend kennen. Lernen sich alle kennen und unterhalten sich miteinander. Und sie war der Ultimate Photographer, glaube ich, ne? Hey. Wenn ich mich richtig erinnere. Hat ja auch die Fotokamera. Genau. Mahiro Koizumi. Koizumi, oder? Oder Koizuma. Also Koizumi war es, genau. Alles noch die Kennenlernphase hier. Und natürlich, wie gesagt, strukturell sehr ähnlich zum ersten Teil. Aber man kann sich das ja dementsprechend geben. Ja, ich finde es cool an der PS4-Version hier, dass man entsprechend alles wirklich 1080p, 60 Frames hat. Hier haben wir noch der ultimative Biker, oder was war der? Teammanager, ach, der ultimative Sporttrainer.
der Nekomaru mit der Kette um den Hals. Sieht ein bisschen aus wie so ein gefährlicher Biker, den Blitze dann immer wieder rausschießen. Ich habe die sehr genossen auf der Vita. Ich muss aber auch sagen, auf der Vita war es cool geeignet, weil ich habe sehr viel unterwegs damit spielen können. Das ist eben was echt, wenn du mal eine lange Bahnfahrt oder sowas hast, als ob du ein Buch ein bisschen liest. Ne? Ein Buch mit schön abgedrehter Mindfuck-Story und Gameplay-Elementen, die hier noch mit bei sind. Was ihr nicht haben werdet mit der Version hier, es gibt keinen Cross-Save oder so, ne? Also selbst wenn ihr die Vita-Version besitzt und auf dem gleichen Account dann drauf habt, ich habe die Modulfassung eben der Vita-Games, ihr werdet nicht zu Hause, weil es komplett neu aufbereitete Version ist, saven können, euren Cross-Save hochladen. Das haben ja viele Spieler als Funktion, das benutze ich eigentlich auch ganz gerne, wenn ich Games habe, die beide Varianten bieten, also wenn ich welche habe, die auf der Vita sowohl auf der PS4 oder PS3 spielbar sind, dass ich daheim an der großen Konsole zocke und unterwegs mit der Vita. Gerade die Dinger sind ganz geil für unterwegs und als Handheld-Game gedacht. Visuell merkt man es eben dem Ganzen hier nicht an, da die schön hoch aufgelöste oder hoch gut skalierte Porträts genommen werden. Ihr würdet nicht dran denken, dass es ein PSP-Spiel ist, was ihr hier gerade zockt, ist schön aufbereitet worden und der Rest ist eigentlich technisch wirklich sehr, sehr solide. Ne? Die PC-Version vom ersten hatte ich ja auch mal getestet. Das Game qualitativ gibt sich so nicht viel besonders. Ich kann mich erinnern, dass zu Beginn, ich hatte die getestet, dass sie zuerst rausgekommen ist. Kann sein, dass da noch ein bisschen gepatcht wurde, dass es hier und da mal potenziell ein bisschen haken konnte. Das ist unsere Ibuki Mioda übrigens, die ultimative Musikerin, ein bisschen Avril Lavigne-Style. Fand ich auch ganz lustig. Ich kann mich erinnern, dass die PC-Version hier und da ein klein wenig haklich daherkam, aber das kann durchaus sein, weil ich es getestet habe, eben bevor große Patches und alles und so weiter rauskam. Und beim PC ist es ja noch ein bisschen mehr davon abhängig, was für ein Rig man gerade hat und ob da die Einstellungen, den Grafiktreibern und so weiter so funktionieren. Ich glaube aber, ich habe gehört, dass mittlerweile eigentlich alles ganz gut da laufen soll. Und die PS4-Version, ich hatte bisher keine Hakler, ich hatte keine irgendwelche Ruckelgeschichten, Saves-Möglichkeiten gibt es auch viele. Hier hinten kann man vielleicht erkennen, dass es so die PSP natürlich ist. Hier die Flugzeuge da im Hintergrund, ne? Also hier vorne die Palme, sieht schon ein bisschen besser aufgelöst aus, obwohl sie dann ein paar Kanten hat. Die 3D-Modelle sind natürlich dann höher aufgelöst, aber hier die Flugzeuge hinten, ne? Das könnte sein, dass es die gleiche Textur wie von der PSP ist. Fällt einem nur auf, wenn man wirklich genauer mal hinguckt. Ansonsten macht das Game eigentlich auf der PS4 und beide Games eine gute Graphical Fidelity und hatte eben diesen doch sehr einzigartigen Scherenschnitt-Papier-Style, fast schon Paper Mario-mäßig, aber eben, ja, das war der ultimative Mechaniker, glaube ich, ne? Ultimate Mechanic, genau, Kazuichi Soda, das Soda. Soda, genau, der hatte auch immer so komische Zähne, der Typ. Erklärt uns nochmal ein paar Funktionen mit dem. Ach ja, genau, da sind die Regeln hier im Handbuch, wie man auf der Insel miteinander sich verhalten soll, ne? Damit es keinen Zoris gibt, wird hier alles dann storymäßig erklärt. Diese Hope Fragrance, die ich übrigens sammle, das kann ich das hier im Menü schon mal dann angucken. Es gibt ein Minigame, hier auch mit dabei, warte mal, wo waren die Hope Fragments? Report Card, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo man die hier eingesetzt hat. Ab und zu mal kann man den anderen Leuten Geschenke machen hier, wenn man entsprechend Items einsammelt. Hier kann man sich... Ah ja, genau, da sind die Hope Fragments verteilt. Wenn ich mit Leuten interagiere und bestimmte Ereignisse passieren, ich sammle solche Hope Fragments, was mein Verhältnis zu den Leuten dann ändert und anpasst. Das ist nichts Essentielles, wo ihr sagt, davon hängt das Spiel dann total ab, aber es bauen sich gewisse Vorlieben und Abneigungen dann auf, die so, glaube ich, im größten Fall den Dialog beeinflussen. Zumindest ist es damit mitmachen. Also ihr könnt dann gerne schauen. Es gibt auch dann Stellen, wo man Zeit verbringen kann mit bestimmten Leuten und sagt, ey, ich gehe zu der Person. Er kann zwar, hab zwar die Auswahl zwischen 15 Leuten oder 14 Leuten, mit denen ich interagieren kann, aber ich habe jetzt Zeit nur mit zwei zu machen und dann steigert man da seine Werte, um das zu individualisieren. Hier, das wollte ich hier noch zeigen. Es gibt ein kleines Tamagotchi-artiges Minigame, ja, wo man ab und zu mal hier von dem kleinen, von der kleinen Mini-Monomi rumlauft und hier habe ich gerade ihr Chibimi, wie sie heißt, wo ich gerade ihren Kackhaufen in die Toilette gepackt habe. Je weiter ich mich bewege, ähnlich wie man so ein Tamagotchi kennt, ist es dann so, dass man das Tierchen aufziehen kann und ich weiß nicht mehr ganz genau, was für Boni da gewesen sind, aber es sind so ein Nebenbei-Ding, was man machen kann, was zusätzlich dazugekommen ist, wo man sich auch ein bisschen ein bisschen ausdrücken kann. Er ist der Ultimate Breeder, also der ultimative Pokémon-Trainer ein bisschen, nein, Insekten
glaube ich, Züchter. Bei Eiern. Ne? Ja, sie werden ein bisschen abgedrehter, die Talente. Und Insekten und Hamster. Hamsterzüchter. Und auch mit dem habe ich ein Hope Fragment dazu geholt. Ja, gehen wir mal hier wieder raus. Ihr habt natürlich dann auch, wie schon erwähnt, jederzeit die Möglichkeit, im Menü zu saven, wenn es entsprechend freigeschaltet ist, oder an Kapitelmarkern. Hier unter System könnt ihr entsprechend ein Save machen und hier runter, also wie viele Slots vorhanden sind. Kann ich gedrückt halten? Ich kann nicht gedrückt halten, aber ich gehe mal runter. 30 Slots. 30 Slots sollten eigentlich mehr als genug sein, um da schön viel Varianz mit reinzunehmen. Könnt ihr natürlich auch jederzeit laden. Wenn ihr irgendwo Text verpasst habt, habt ihr den Transcript hier, den ihr euch dann entsprechend angucken könnt. Hier unter den Optionen könnt ihr dann Lautstärke und alles hier und da wechseln. Die Language müsste... Ich gehe mal zum Main-Menü. Ich glaube, die Language könnte man nur im Main-Menü wechseln. Options. Oder wo war das? Extras. Select Chapter. Wo konnte man denn dann die Turn to Title Screen? Options. Load Game. Irgendwo müsste ja auch die Möglichkeit sein, natürlich die Sprache zu wechseln. Reset Settings Execute. Weil wenn ich hier auf New Game drauf gehe, unser Beginning, Extras, Options, da bekomme ich hier die Wahl. Ne? Aber es kann, das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich dachte, die Funktion, das entsprechend zu wechseln, müsste dann da sein. Audio English und hier habt ihr die Difficulties. Kann natürlich dann gut sein, dass man hier nicht mehr die Option hat, es zu wechseln, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich auf der Vita das machen konnte. Vielleicht habe ich aber noch nicht tief genug in das Menü gegraben. Das ist hier Action und Logic für die Gerichtsverhandlung. Ihr könnt das auch alles auf Gentle machen, wenn ihr nicht unbedingt ein actionbasierteres Gameplay haben wollt. Ich würde Mean weglassen, weil dann ist es nervig. Ne? Das steigert nicht wirklich euer Vergnügen des Spieles. Und Kind ist das Normale, so dass man es einigermaßen schaffen kann. Wenn man dementsprechend hier, wo ich es auf Englisch gewählt habe, den Anfang haben. Der hier mit Nagito anfängt. Sag mal ein bisschen was, damit wir das Englisch haben. You seem pretty out of it. To be honest, I'm also... No, everyone else feels the same too. Since we suddenly got put in this weird situation. Hey, are you listening? Ja, und da würde man hier dementsprechend rauskommen. Window on and off. Und ja, ihr könnt auch hier entsprechend nur die Sachen euch angucken. Mit der 1 auf den Automodus schalten, wo dann automatisch Textzeilen vorgepackt werden, sodass man selber nicht wegklicken muss. Also alles typische Annehmlichkeiten, die man von solchen Sachen kennt. Auf dem Touchpad draufdrücken würde ich mir dann, wenn ich das schon weitergeschaltet hätte nach dem Anfang, das hier so anschauen können. Also die Annehmlichkeiten sind eigentlich alle dabei. Ey, wenn ihr es nicht kanntet vorher, ist ein sehr schönes Paket, was hier geschnürt wurde. Wenn ihr damit d'accord seid, dass ihr es daheim spielen könnt. Und anscheinend ist wohl die Funktion nicht vorhanden, wenn ihr mal Japanisch oder Englisch oder den Schwierigkeitsgrad gewählt habt, das innerhalb des Spieles zu wechseln. Bei aller Liebe zum japanischen Original, ne, und der Anime-Nähe, die englischen Varianten sind wirklich sehr, sehr gut. Also da kann ich eigentlich... nichts Böses dagegen sagen. Nee, ein schönes Paket, was geschnürt wurde, und wenn ihr mehr zu den Titeln wissen wollt, dann schaut euch hier auf dem Kanal den weiteren Danganronpa Content an, und das solltet ihr mehr als genug erfahren haben. Ich hoffe dann, dass demnächst kommen ja mehrere Umsetzungen. Es wird auch das Ultra Despair Girls auf der PS4 geben, was ich auf der PS Vita auch durchgespielt habe, was zum Danganronpa Universum herrscht. Und ihr könnt ja dazu schreiben, ich habe hier noch die Demo zu dem Danganronpa Version 3, Danganronpa 3, was dieses Jahr, glaube ich, noch, ja, dieses Jahr für PS4 und Vita rauskommen wird im Westen, in Japan schon erhältlich ist, aber ich kann die japanische Demo euch zeigen. Wenn Interesse da ist, schreibt es in die Comments rein. Ansonsten aber mit dem Paket kann man nichts falsch machen. Wenn ihr den Stil gerade cool fandet, dann holt es euch, und ich verspreche euch, es wird eines eurer spaßigsten Gaming-Erlebnisse sein und ihr werdet schön gemeinfuckt werden. So wie sich das gehört. Na gut, das war's für Gregor testet Danganronpa 1 und 2 Reload, und wie schon erwähnt, bleibt auf dem Kanal, sonst weiter dran. Das Zelda Let's Play läuft ja noch weiter. Sonntags gibt's ja auch noch eine weitere
Folge der Top 101 der besten Rollenspiele. Was könnte da auf dem nächsten Platz drauf sein? Und es wird noch viel mehr Content geben. Ihr dürft euch auch darauf freuen. Ab Ende des Monats darf ich auch hoffentlich dann mal was zu Persona 5 machen. Und im besten Fall wird es hier auch dann ein Let's Play geben. Dann kann ich zocken, dann können wir gemeinsam zocken und können da ein bisschen Spaß haben. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.